Ja, ich will mal erzählen, was es so Neues gibt aus meinem Dorfleben sozusagen. Ja, ich habe ja vor einer Weile diese Idee unter die Leute gebracht, mehr junge Leute mit Kindern und Familie aufs Dorf zu locken sozusagen, damit man ja wieder ein bisschen mehr Leben auf dem Dorf hat. Und ja, ich habe das ja alles in dem anderen Video lang und breit erzählt, wie ich das meine und was ich so im Sinn habe. Ja, und ich wollte mal erzählen, was es so Neues gibt. Ich habe ja erzählt, ich hatte eine Familie, die eventuell herziehen wollte, und ich hatte auch ein Haus, was eventuell, was ich günstig bekommen könnte. Was ich an diese Familie hätte vermitteln können. Und dann war ja das Neueste, dass ich dieses Haus doch nicht bekam. Und jetzt ist der neueste Stand, dass ich eine gute Nachricht und zwei schlechte Nachrichten habe. Die gute Nachricht ist, dass wir dieses Haus doch bekommen haben. Für sehr wenig Geld konnten wir ein Haus kaufen. Und dieses Haus ist auch ein relativ, naja, es ist sehr vollgemüllt, aber man kann es eigentlich mit ein bisschen Einsatz kann man das wieder in Schuss bringen, ja, das Haus. Es geht eigentlich so, es ist nicht ganz komplett runtergekommen. Naja, jedenfalls haben wir dieses Haus doch bekommen. Sehr günstig. Aber diese Familie, die uns schon mehrmals besucht hatte und Interesse bekundet hatte an diesem Haus, die ist dann doch abgesprungen und wollte doch nicht mehr. Ja, so ist das leider. Aber es gibt ja sicherlich auch noch viele andere Interessenten, die herziehen möchten und mit uns ein langsames Landleben versuchen möchten zu leben. Ja, ein entschleunigtes Landleben. Jetzt gibt es allerdings eine andere schlechte Nachricht oder eigentlich eine kuriose Nachricht, sage ich mal. Sie ist einerseits schlecht, andererseits auch irgendwo witzig. Und zwar bin ich jetzt der Reichsbürger im Dorf. Ja. Es hat sich vor einer Weile schon so das Gerücht rumgesprochen, ich wäre Reichsbürger. Und das fing an eigentlich mit einer Dokumentation, die bei Spiegel TV ausgestrahlt wurde. Eine Reportage über völkische Siedler in Deutschland, auf den Dörfern. Und da geht es um eine Familie, die mir persönlich bekannt ist. Ja? Ich habe diese Leute mal auf einem Volkstanz kennengelernt und ja, kenne die so flüchtig, sage ich mal. Ja? Auf jeden Fall hat sich das herumgesprochen im Dorf, dass ich diese Leute kenne. Und da gab es halt noch ein paar andere Sachen, die die Menschen halt als Indiz genommen haben, dass ich da eine Connection habe, ja, zu den Reichsbürgern. Auf jeden Fall, ich glaube, der große Auslöser war einfach diese Doku, diese Reportage, die gedreht wurde, wo diese Familie in extrem schlechtem Licht dargestellt wird, ja, und wo viele Sachen erzählt werden, die ich als jemand, der diese Leute kennt, einigermaßen, die ich absolut widerlegen kann, ja, dass das der absolute Schwachsinn ist, was da erzählt wird. Und ich weiß auch, dass diese Leute da wahrscheinlich, die werden dagegen wahrscheinlich auch gerichtlich vorgehen, weil das wirklich, diese Art der Berichterstattung, das grenzt wirklich, ist wirklich, wirklich grenzwertig, muss ich sagen. Auf jeden Fall, kurz nachdem diese Doku so erschien, ja, da fing es so an, ja, da kam plötzlich das Jugendamt zu uns, ja, irgendwie anonymer Anruf und irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Behauptungen über unsere Tochter wurden da genommen und da ja, ist nichts weiter passiert, ja, das Jugendamt hat dann gesagt, ja, es ist Blödsinn gewesen, was da behauptet wurde. Aber trotzdem hat uns da jemand das Jugendamt auf den Hals gehetzt. Dann haben mal Enkelkinder von unserem Nachbarn bei uns mitgespielt, ein paar Tage, die waren zu Besuch, die haben hier Urlaub gemacht vom Dorf. Und die haben mit unserer Tochter gespielt und haben bei uns ein bisschen was gebaut, für die Hühner einen Stall gebaut. Ja, die waren ganz begeisterte Hühner, Halter sozusagen, ja, die Kinder, die haben ihre eigenen Hühner und so. Und die haben uns dann ein bisschen mitgeholfen mit den Hühnern. Und das waren ein paar schöne Tage. Ja, ich hatte auch noch einen Besuch von jemand anderem, den ich auch über meinen Kanal kennengelernt habe, der mir mitgeholfen hat bei der Totholzhecke. Und da haben die Kinder auch mitgemacht. Und jedenfalls kommt den einen Abend der Opa sozusagen von den Kindern vorbei und meint so, ja, ich weiß ja, ist ja eigentlich ganz in Ordnung und so, aber ich weiß nicht, ob ich die Kinder hier spielen lassen kann, weil
ich habe gehört, ihr werdet Reichsbürger. Ich wollte mal fragen, was das damit auf sich hat. Und so. Ja, und so fing das so an, ja, wie so Gerüchte aufkamen, ja. Und ich habe dem dann auch von dieser Doku erzählt und davon, dass ich diese Leute da kenne, um die es in der Doku geht, ja, und so weiter. Und dass daher wahrscheinlich dieses Gerücht herrührt. Auf jeden Fall, die absolute Krönung dieser ganzen Gerüchteküche war, dass wir plötzlich letzten Freitag vormittags im Briefkasten einen Zettel hatten, eine Einladung zu einer Veranstaltung. Und zwar ging es um völkische Siedler. Ja, vor der Dorfkirche sollte eine Veranstaltung gemacht werden von einem e.V., ein Miteinander-e.V. Ja. Und ich habe mal geguckt, der hat irgendwie Verbindungen mit dieser Amadeo-Antonio-Stiftung. Und diese Veranstaltung, da kam ein Referent von dieser Vereinigung, von diesem Verein, und hat so aufgeklärt über völkische Siedler, ja, und ob man sich da Sorgen machen muss, ja, und was man dagegen unternehmen soll, wenn völkische Siedler anfangen, das Dorf zu unterwandern. Jedenfalls, irgendjemand war so freundlich, uns diese Einladung reinzuwerfen, denn sie war eigentlich nicht an uns gerichtet, sondern diese öffentliche Veranstaltung, die unter freiem Himmel stattfand vor der Dorfkirche, war eigentlich wir waren ausgeschlossen eigentlich, ja, aber wir sind trotzdem hingegangen, haben uns das mal angehört. Und ich will das nicht groß und breit ausmalen. Es ging im Grunde beim Vortrag es wurde am Anfang gesagt, es geht um völkische Siedler. So, und hat gleich der eine, wo ich davon ausgehe, dass der auch diese Sache gestartet hat, der meinte dann gleich ganz lautstark, ja, es geht um euch, Felix. Ja, rief er ganz laut in meine Richtung. So. Und was ich auch sehr grenzwertig fand, war, dass ich mich im Laufe der Veranstaltung, habe ich dann so gesagt, ja, ich fühle mich hier langsam verfolgt. Ja. Und dann haben mehrere Leute laut gerufen, ja, ihr werdet verfolgt. Ja, wir verfolgen euch. Wurde offen da ausgesprochen. Ja. Und das fand ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Und es ging in der ganzen Veranstaltung um diese Familie aus der Spiegel-TV-Reportage. Und dann wurde immer so ein bisschen mit dem zu uns herübergeschielt und so. Ja. Und viele Sachen, die dort erwähnt wurden, die passten natürlich perfekt auf uns auch, ja. Und das wurde aber alles so ausgelegt, als wäre das was Schlechtes, ja. So, ich nenne nur mal so ein Beispiel. Da wurde dann gesagt, ja, völkische Siedler, die Kinder, die haben dann ganz schweres Leben und das ist ganz schwer, da wieder auszusteigen, wenn die mal groß sind. Und man erkennt zum Beispiel die Töchter schon daran, dass die im Unterricht in der Schule immer ganz artig sind und fleißig sind und gut aufpassen und lieb und nett sind, ja, und engagiert. Und die sind halt aber nicht so lebhaft und individuell wie die anderen Kinder, ja, also sozusagen dieser ganzen ADHS-Kinder, die dort durchdrehen im Unterricht, die sind halt völlig, die sind halt individuell und lebhaft. Und dieses artige Reichsbürgerkind, ja, das ist dann halt, das ist halt schlecht, ja, das ist eben unterdrückt und ist in seiner Individualität, kann es sich nicht ausleben dort, ja, in der Schule. Und nur so als Beispiel, ja, solche Sachen wurden dann eben negativ dargestellt und auch so, ja, diese Reichsbürger haben eben auch so traditionelle Rollenmuster, ja, wo dann gleich wieder Frauen unterdrückt werden und so. Es wurde alles eben in so ein schlechtes Licht gerückt. Also diese ganzen Sachen, die auch auf uns teilweise zutreffen, wurden eben schlecht dargestellt, ja, Trachten, Volkstänze. Es wurde zum Beispiel auch in dieser Doku, wenn man sich das mal anschaut, da wird eben dann gesagt, ja, diese Leute, die gehen auf traditionelle Volkstänze, tragen Trachten und sind rechtsextrem und rassistisch, so, ja, so wird das da gesagt, ja. Und dann ist natürlich jeder, der irgendwie sich für Volkstanz und Trachten interessiert, ist natürlich dann Rassist, ja, und rechtsextrem. Und dieser ganze Tenor dieser Doku, ja, dieses düstere, anklagende und mit kriminellen Strukturen in Verbindung bringende, ja, wo quasi das Tragen von Trachten, das sich interessieren für deutsche Volkskultur, ja, das wird dann so verbunden mit einer kriminellen Energie, ja. Das ist der Grundtenor dieser Doku. Und da werden auch in dieser Doku, was ich auch sehr grenzwertig finde, da werden eben dann so Spekulationen aufgestellt, wie ja, in dem Dorf, wo diese Familie wohnt, ja, also diese andere, um die es in der Doku geht, da sind auch schon ein paar Häuser abgebrannt. Und dann sagt der eine so, ja, ich will ja niemanden beschuldigen, aber es kann ja nur diese Reichsbürgerfamilie gewesen sein, ja, und
Und so in diesem Thema war auch diese ganze Veranstaltung da vor der Dorfkirche. Ja, wir haben Schiss und so, wir haben einfach Angst, dass ihr jetzt hier die ganzen Leute hier installieren wollt und ihr wollt ja alles unterwandern. Und es kam mir auch so vor, als wenn die jetzt quasi Angst hätten, dass ich jetzt ihre Häuser abfackle. Ja, weil das da so auch quasi so suggeriert wurde in dieser Doku, dass diese Leute dann die anderen rausekeln wollen. Ja, da werden dann deren Häuser angesteckt und damit die dann da rausfliegen oder was weiß ich. Also es ist absolut krass. Also ich fand diese Veranstaltung richtig, richtig krass, muss ich sagen. Mir fehlen fast die Worte. Ich habe dann zwischendurch versucht, irgendwie das Wort zu ergreifen und obwohl ich es echt gar nicht nötig habe, ein bisschen was zu erklären, ja, um da vielleicht die Gemüter zu beruhigen, weil ich das halt für absolut schwachsinnig halte, dieser Vorwurf, ich würde das Dorf unterwandern wollen oder ich würde einer geheimen Reichsbürger-Verschwörung angehören, die eine rein rassige Nazi-Gesellschaft auf dem Land irgendwie errichten möchte. Ja, irgend so ein Schwachsinn wurde da behauptet. Oder darauf angespielt. Jedenfalls habe ich versucht, das irgendwie ein bisschen zu die Gemüter zu beruhigen, aber es ist vollkommen nach hinten losgegangen. Mir wurde mehrmals das Wort abgeschnitten, dann wurde reingerufen, gebt ihm keine Plattform und so. Ja, von Anfang an wurde mir da gesagt, wir interessieren uns nicht für wer du bist und wo du herkommst. Wir wollen nur wissen, willst du hier uns unterwandern oder was willst du hier? Ja, also nur in diesem Ton. Ja, ich hatte dann quasi... ich sollte, wenn ich mich nicht rechtfertigen will und da quasi ein Kreuzverhör dort irgendwie stehen will, dann soll ich gefälligst die den Mund halten, ja, und alles über mich ergehen lassen oder überhaupt verschwinden. Ich sollte ja eigentlich verschwinden. Ich durfte da gar nicht dran teilnehmen eigentlich. Ja. Ich muss sagen, ich finde es wirklich grenzwertig. Also ich muss sagen, es waren nicht alle, es waren vielleicht so 20, 30 Leute, die da waren. Und es ist auf keinen Fall das ganze Dorf, was mich da jetzt verteufelt, aber es sind schon einige Leute gegen mich aktiv aufgewiegelt worden. Und es wurde auf jeden Fall der Versuch unternommen, das ganze Dorf gegen mich aufzuwiegeln und dafür zu sorgen, dass ich boykottiert werde, dass ich eventuell nicht noch mehr Grundstück erwerbe, ja, zum Beispiel. Dass da mit allen Mitteln gegen gearbeitet werden soll, dass ich mich da breit mache, ja, und dort alles aufkaufe, ja. Erstens habe ich nicht das Geld, alles dort aufzukaufen. Zweitens die Grundstücke, ja, wo ich da quasi, ich habe mich ja auch nur für die Grundstücke interessiert. Ja, ich habe oft gefragt die Leute, ja, wisst ihr, was hiermit ist, wisst ihr, was damit ist, kennt ihr den? Wenn ich da irgendwo jemanden unterstützen möchte, aufs Land zu ziehen, ja, damit meine Tochter mehr Kinder zum Spielen hat, ja, und da wir nicht ganz alleine sind zwischen diesen ganzen, ja, älteren Leuten, die da wohnen, ja, oder so Freizeitdörflern, die mal übers Wochenende kommen, die in Berlin wohnen, ja, eigentlich. Ja, also ich habe halt keine Lust, auf in einem Feriendorf zu wohnen, wo kaum einer ist, ja. Also wenn ich dort spazieren gehe, bin ich der Einzige, der da spazieren geht fast, ja. Ich treffe da selten einen oder auf dem Spielplatz, wenn ich da mit meiner Tochter spiele, bin ich der Einzige, so. Da werde ich wohl das Recht haben, andere Leute anzusprechen, die dort auch hinziehen wollen, ja. Und dass ich mir nicht gerade jemanden aus Suaheli suche, der meine Sprache nicht spricht und der nichts mit mir zu tun hat, ist auch irgendwo logisch, ja, dass ich dort Deutsche anspreche, die dort herziehen wollen. Ja. Aber das sind alles für diese Leute Indizien dafür, dass ich ein ganz böser Rassist und Nazi bin. Ja. Da wurde mir auch dann die Frage gestellt, ob ich denn was dagegen hätte, wenn meine Kinder mit Muslimen in die Schule gehen. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich was dagegen. Und das kommt halt auch daher, meine Freundin, die kommt beispielsweise aus München und da gibt es Kindergärten und Schulen, wo 90% der Kinder Migrationshintergrund haben, ja, und muslimisch sind, Syrer, was weiß ich, Araber, Türken. Und es ist faktisch so, dass dort ein Kind die deutsche Sprache nicht einwandfrei erwerben kann, ja. Also dein Kind wird sich von dir entfremden. Es wird nicht deine Sprache sprechen, es wird eine andere Kultur als du. Sie hast vermittelt bekommen und das wird zu einer Entfremdung zwischen dir und deinem Kind führen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht von meinem Kind entfremdet werden. Ich möchte eine harmonische Beziehung mit meinem Kind haben und ich möchte in einer Kultur mit meinem Kind leben und aufwachsen. Und es ist
nicht in geringster Weise ist es verwerflich. Das sind Dinge, die sich jede Volksgruppe und jede ethnische Gruppe auf diesem gesamten Planeten einfordert. Also das ist etwas vollkommen Normales. Das ist eine Grundlage überhaupt des Begriffs Volk und des Völkerrechts. Ja? Also dann könnte man sich auch diese ganzen Indianergemeinden sparen, die da irgendwo noch im Dschungel in Brasilien ihre Kultur pflegen, ja, wo das ganz von der UNO, wo das von der UNESCO als Weltkulturerbe hochgehoben wird, dass da irgendwo noch so ein Stamm seine Kultur pflegen darf, ja, das könnte man sich dann sparen. Ja. Meiner Ansicht nach gilt das für Deutsche auch, dass sie das Recht haben, ihre Kultur zu leben und unter sich leben zu dürfen. Ja. So. Aber das wird dann natürlich als ganz, ganz Schlimmes ausgelegt. Man wird dann immer gleich in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt. Und ja, als man rein rassige Gemeinden in Deutschland schaffen wollte, da ist das alles eskaliert und das wollen wir nicht wieder haben und so, ja. Und ich meine, darüber kann man geteilter Meinung sein. Ja. Warum das eskaliert ist im Zweiten Weltkrieg, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und ich glaube nicht, dass es daran eskaliert ist, dass ein paar Leute auf dem Dorf mit einer Sense ihr Heu gemacht haben und abends ein Volkslied gesungen haben. Ja. Daran ist garantiert nicht das Ganze eskaliert. So, ich denke, da waren eher wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, die das Ganze zur Eskalation gebracht haben, aber das ist ein anderes Thema. So, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ja, keine Ahnung, ich lasse das jedenfalls nicht auf mir sitzen, diese ganze Geschichte, da so einen Mob quasi zusammenzurufen und dann gegen uns Stimmung zu machen. Ja, keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall eine Anzeige. Ich finde es absolut unverschämt, muss ich sagen. Und vielleicht nochmal an die Dorfbewohner, weil wieder auch dann Gerüchte kursierten. Ich würde gesagt haben, das ganze Dorf würde nur aus alten Alkoholikern bestehen. Ich habe ja auch dann gesagt während der Veranstaltung, dass ich einen Kanal auf YouTube habe, ja, und dass ich so ein Blogger bin. Und so habe ich ja, ich habe doch nichts zu verheimlichen. So, jetzt haben die natürlich meine Sachen durchsucht und dann kam ein Kommentar von jemandem, der hatte sich erst genannt, ich hasse Menschen wie dich, ja. Und der sagte dann, wir wissen genau, was du vorhast, ja, und wir werden das verhindern, ja, was du hier vorhast, so. Ja, und dann habe ich so geschrieben, ja, ich habe vor, in einer blühenden jungen Gemeinde zu leben mit vielen Kindern und nicht in einem Altersheim voller Alkoholiker, ja, so. Und ich habe natürlich damit nicht gemeint, dass das ganze Dorf nur aus Alkoholikern besteht und ein Altersheim ist, aber ich sehe schon in der Region, wo ich jetzt lebe, diese Tendenz, dass eben das eigentliche Landleben ausstirbt und wenn dann dort noch Leute hinziehen, dann sind das oft auch ja, Rentner oder ja, Großstadtflüchtlinge, die eben denen das zu heiß ist in der Großstadt und die irgendwie ihre Ruhe auf dem Land haben wollen, aber dann auch oft halt Leute, die sich da zur Ruhe setzen wollen, ja. Und an sich ist der Anteil an Drogenkonsum und Alkoholismus allgemein in dieser Region gigantisch, ja. Also deshalb habe ich auch gesagt Alkoholiker und Rentner, weil eben auch viele Rentner dahin ziehen, die da nicht unbedingt jetzt ihre Familie mitbringen, sondern die sich da eben zur Ruhe setzen wollen, ja. Womit ich nicht gesagt haben wollte, dass alle in dem Dorf Rentner sind oder Alkoholiker. Oder womit ich finde das auch gar nicht schlimm, ich habe nichts gegen diese Leute, aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, da zu intervenieren und den Fakt, dass dort viel Leerstand ist, was vielleicht junge Familien, die gerne aufs Land ziehen wollen, die wissen das vielleicht nicht, dass dort viel Leerstand ist. Und dann kann ich doch sagen, Leute, dann kommt doch als Familie hierher und nicht unbedingt nur als Rentner. So, da kann ich doch eingreifen, ja, kann ich doch versuchen, was zu unternehmen. Ja. Naja, jedenfalls, gut, es klang vielleicht ein bisschen rabiat mit dem Altersheim, mit den Alkoholikern, aber das war nicht so gemeint. Aber ich meine, wenn ich schon so angesprochen werde wie, ich hasse Menschen wie dich, dann kann man sich auch vorstellen, wie da die Reaktion meinerseits ist. Ja, also, na jedenfalls ist das so ungefähr der neueste Stand der Dinge. Ich bin jetzt Reichsbürger, nein, völkischer Siedler. Ich bin völkischer Siedler. Ich möchte dort angeblich das Dorf unterwandern und jetzt wird quasi alles dagegen getan, dass ich dort mich breit mache und meine Leute da installiere. Ja? Also es könnt ihr gerne in den Kommentaren, könnt ihr gerne eure Meinung dazu verfassen. Jeder, der mit mir Kontakt hatte und mich angeschrieben hat per E-Mail,
kann ja gerne mal Stellung dazu beziehen in den Kommentaren, ob er sich als meine Leute betrachtet oder ob ich mit ihm eine geheime Reichsbürgerverschwörung aufbauen möchte, die jetzt das Dorf hier unterwandern will. Ja? Also könnt ihr euch ja gerne mal in den Kommentaren drüber unterhalten, ja? Wie ihr das so seht.